Ja, erstmal möchte ich Danke sagen an die Meisterlöwen, dass sie sich da engagieren, dass viele Zuschauer ins Stadion kommen. Ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, ganz gute Trainingseinheiten hinter uns. Die Mannschaft zieht bis jetzt sehr gut mit. Wir bereiten uns ganz akribisch jetzt auf Eintracht Braunschweig vor. Aber entscheidend wird auch sein, wie wir in das Spiel gehen, wie wir agieren, wie wir spielen, dass wir mutig sind. Und das erwarte ich einfach von meiner Mannschaft am Sonntag. Und wir haben jetzt halt heute noch, morgen noch, da können wir noch in die letzten Details, nochmal in die Details reingehen, wie wir spielen wollen. Das werden wir jetzt nochmal machen und dann werden wir einen ganz klaren Plan haben, wie wir Braunschweig bespielen wollen. Also wir sind jetzt heute mit 23 Spielern auf dem Platz. Goran Cukalo ist jetzt so langsam, führen wir so langsam wieder ans Mannschaftstraining heran. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen, aber er ist auf jeden Fall wieder im Mannschaftstraining dabei. Kann man die Spielformen gut mitmachen. Wir schauen, dass die Belastung jetzt nicht zu hoch ist für ihn, dass nicht gleich wieder irgendwelche Probleme auftreten. Aber bei Maxi Wittek hat es gestern sehr gut ausgesehen, also muss ich sagen. Und er ist für mich auch ein wichtiger Spieler, weil er mit sehr viel Herz Fußball spielt, weil er auch so ein bisschen das verkörpert, was ich dann auch sehen will auf dem Platz. Und ich hoffe, dass bis Sonntag dann dementsprechend nichts mehr passiert im Training.